So, wo waren wir denn? Waren wir fertig? Ich bin mir nicht sicher. Nee, eine Frage hatten wir, glaube ich, noch. Frauke Flimmer, sie weiß es immer. Frauke, Frauke Flimmer. Wohin schicken Sie Kunden, die noch echte Drucke haben wollen? Echte Drucke bei Frauke. Jetzt stürzt die Aufnahme bestimmt ab. In solchen Fällen arbeiten wir mit einer herkömmlichen Druckerei außerhalb der Stadt zusammen. Okay, das wussten wir nur aber auch schon. Gut, wir können es bei der Bank nochmal probieren. Wäre jetzt so meine Anlaufadresse. Gut, ansonsten ist das hier natürlich offensichtlich. Oder beim Münzer nochmal, wobei ich da jetzt gar nicht weiß, was wir denen jetzt großartig fragen sollen. Gut, beim Santorini vielleicht nochmal. Aber wir gehen erstmal nochmal wieder zur Bank. Ach komm, Gabi kann mal anfangen. Tag, Frau Peper. Gibt's was Neues? Der Bürgermeister will eine Parkverbotszone in der Innenstadt einführen. Nein. Das wird unser nächster Fall. TKKG und die Schwarzparker-Mafia. Hat sich etwas in Sachen Falschgeld getan? War Katja nicht sehr gut mit Barbara Denker befreundet? Hat sich etwas in Sachen Falschgeld getan? Es tauchen immer noch falsche Banknoten auf. Aber das ist ja nichts Neues. Nein, nein, nein. Wieder sowas von den Eliten da oben. Treffen sich da wieder hier im Rothschild-Hotel. Nee, wie hieß das? Im Bilderberg-Hotel. Hä, warum können wir denn da gar nicht rein? Hä? Hat die zu? Frau Peper? Hat die zu? Hat sich etwas in Sachen. Wissen Sie, wo Barbara jetzt arbeitet? Hat sich etwas in Sachen. Wissen Sie, wo Barbara jetzt Okay, arbeitet? aber die Frage haben wir doch gar nicht gestellt. Ja, im Hotel Splendid. Nicht gerade das Grand Hotel. Ich predige es Katja immer wieder, sei fleißig in der Schule, damit du später einmal einen anständigen Beruf bekommst. Nicht so wie diese Barbara. Ist das Barbara? Ist das die vom. Ist denn das die hier, die an der Bushaltestelle stand, vom städtischen Gymnasium, aus Katjas Geheimnis, dem ersten Teil? Ist das. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr den Namen von ihr. Aber hieß die nicht Barbara? Ich muss mir das Let's Play noch mal angucken. So, aber was ist denn mit der Bank? Guten Tag, Frau Peper. Hallo Willi. Zeitung, Zeitung, Zeitung? Nee, ehe wir das wieder übersehen. Die Bank ist ja geschlossen. Haben Sie etwa den Sch Die Bank ist ja geschlossen. Haben Sie etwa den Schönbier festgenommen? Oh. Haben Sie noch diese leckeren Nussriegel? Die Bank ist ja geschlossen. Von einer Festnahme weiß ich nichts. Aber es sind wohl tatsächlich neue Fälschungen aufgetaucht. Und was macht man in der Situation? Einfach die Türen zumachen und nichts und keiner, nichts, sich nicht dazu äußern. So ist es recht. Das ist Ihre KHM Bank Südwest. Also sehr realistisch, aber muss ich sagen. Haben Sie noch diese leckeren Nussriegel? Die Bank ist ja geschlossen. Hier kommt man Haben ja Sie gar etwa den nicht Schönbier durch. festgenommen? Haben Sie noch diese leckeren Nussriegel? Leider ausverkauft. Die letzten hast du neulich mitgenommen. Ach ja, stimmt. Gut, also, aber das spart wenigstens Zeit. Hallo, Frau Peper. Mein Geld sehe ich wohl nicht wieder. So leicht solltest du die Hoffnung nicht aufgeben. Bis jetzt habt ihr doch noch jeden Fall gelöst. Aber generell kriegt man sein Geld doch sowieso nicht wieder. Gut, außer jetzt halt durch die Belohnung von der Polizei. Aber ist es nicht so, wenn man Blüten bekommt, also Falschgeld, dann muss man es zur Polizei bringen und dann, jo, dann ist das eben so. Dann bekommt man auch keinen Ersatz, glaube ich. Haben Sie eine Idee, wo wir noch suchen könnten? Ist Ihnen in letzter Zeit etwas Besonderes aufgefallen? Haben Sie eine Idee, wo wir noch. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Ihr seid doch die Detektive.
Ist Ihnen in letzter Zeit etwas Besonderes aufgefallen? In puncto Falschgeld? Nein, aber da war doch noch was. Ach ja, ich habe Tims Schülerpresseausweis gefunden. Gib ihn doch deinem Freund bei Gelegenheit zurück. Was? Ja? Ehrensache. Ich wusste, Schülerzeitung Penne. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aha. Ja gut, jetzt haben wir einen Ausweis. Es lohnt sich also doch, die Frage zu stellen, gibt's was Neues? Naja. So, Tim. Tag, Frau Peper. Haben Sie etwas Neues gehört? Tut mir leid. Überhaupt nichts. Gut, dass Sie auch nicht den Presseausweis erwähnt, ihm mal gegenüber. Was ist denn mit der Bank los? Steht etwas Neues in der Zeitung? Was ist denn mit der Bank los? Angeblich wegen Inventur geschlossen. Es sind wohl wieder gefälschte Banknoten aufgetaucht. Hm? Du solltest dich bald entscheiden, ob du hingehen willst. Es sind nur noch wenige Karten da. Mhm. Steht etwas Neues in der Zeitung? Eh nicht. Eigentlich nicht. Die Polizei kommt mit ihren Ermittlungen offenbar nicht voran. Jeden Tag nur schlechte Nachrichten. Das sind schon wieder die da oben, die uns hier nur mit ihren schlechten Nachrichten indoktrinieren wollen. Früher war das alles anders. Ja, danke, Frau Peper. So, gut. Die Bank ist zu. Naja. Weiß ich nicht. Naja, so Barbara wäre vielleicht jetzt so eine Spur. Vielleicht gehen wir da einfach mal hin. Komm, machen wir mal. Oh, das sieht schon viel besser aus. Naja, jetzt stehen dieses hässliche Auto und diese gruseligen Menschen nicht mehr hier. Also das wertet das schon enorm auf. Guten Tag. Sollen wir... Wir könnten jetzt da vorbei oder ihm eine Frage stellen. Komm, wir gehen mal vorbei. 103 war es, ne? Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Hallo. Momentchen. So ein hübscher Bengel. Bist du der neue Boy? Nein, ich bin Tim von TKKG. Hä? Was? Der neue Boy? Wir von TKKG sind auf der Suche nach einer Falschgeldbande. Haben Sie schon von den Blüten gehört? Sind Sie nicht sehr gut mit Mario Santorini befreundet? Jetzt kommt alles raus. Die Affäre. Befreundet kann man nicht sagen. Wir sind alte Arbeitskollegen und haben uns zufällig hier in der Stadt wieder getroffen. Hallo. Was können Sie mir über Frau Schnabel sagen? Hat Frau Schnabel Besuch von dem Herrn mit dem Spitzbart? Einen Herrn mit Spitzbart kenne ich nicht. Nein, Frau Schnabel ist allein auf ihrem Zimmer. Weißt du doch gar nicht. Wir sind doch auch vorbei, ohne dass er es gemerkt hat. Alter Schlafbold. Nein, da wollte ich nicht hin. Kommen wir hier noch? Was hat der Portier eben gesagt? Wie? Er hat gar nichts gesagt, er hat gepennt.
Ich hab dich gar nicht kommen hören. Kein Wunder, das Gerät da macht auch einen Höllenlärm. Aber ist das denn die von der Bushaltestelle? Die hier sieht aus wie über 40. Was ist... das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt vielleicht 10 Jahre her. Bloß. Können Sie mir sagen, wo ich das Zimmer von Gerda Schnabel finde? Haben Sie etwas Verdächtiges bei Frau Schnabel bemerkt? Der Name sagt mir gar nichts. Ich bin zwar in jedem Zimmer und mach sauber, aber wie die Gäste heißen, das merke ich mir nicht. Als ob. Hat Frau Schnabel Besuch von dem Herrn mit dem Spitz... Was können Sie mir über Frau Schnabel sagen? Hast du es immer noch nicht verstanden? Über Hotelgäste gebe ich grundsätzlich keine Auskunft. Ach, komm, es macht Spaß, aber den zu nerven. Der ist mir sympathisch. Fast der sympathischste so bisher. Außer natürlich, na gut, Frau Pieper, naja. Doch, wenn ich es mir ganz so recht überlege, ist der Hotelier bisher doch der sympathischste. Und die Reinigungsfrau auch. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Sieht das jetzt jedes Mal so? Bruh. Wir von TKKG sind auf der Suche nach einer Falschgeldbande. Haben Sie schon von den Blüten gehört? Nicht nur das. Die Polizei hat mich deswegen schon 2-mal belästigt. Ach Mist, da wollte ich gar nicht. Ich wollte noch zur Putzfrau. Also nee, zum Zimmermädchen. Was hat der Portier eben gesagt? Nix. Haben Sie etwas Verdächtiges? Können Sie mir sagen, wo ich das Zimmer von Gerda Schnabel finde? Weiß ich eh nicht, aber der Vollständigkeit halber. Das liegt, glaube ich, auf der anderen Seite des Flurs. Gut, da müssen wir aber, glaube ich, jedenfalls nicht mehr hin. Okay, weiter geht's. Mensch, 3 Leute sind dazu interviewen. Das ist ja auch eine Sache. Vielleicht ist der Portier diesmal gesprächiger. Das glaubst du doch selber nicht. Aber wir gehen einfach mal vorbei. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und Frau Schnabel mich dann bestimmt um den Verstand bringt. Momentchen! Das ist ja eine nette Überraschung. Was verschafft mir die Ehre? Die weiß doch überhaupt nicht, wer wir sind. Ich bin Karl von TKKG. Wir sind auf der Suche nach einer Fälscherbande. Eine Fälscherbande? Aha, ich glaube, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Tschüss. Wann haben Sie Mario Santorini das letzte Mal gesehen? Sind Sie nicht von der Polizei in dieser Falschgeldsache verhört worden? Allerdings. Eine Unverschämtheit war das. Einfach eine unbescholtene Bürgerin zu belästigen. Bums, Tür zu. Diese Gerda Schnabel ist eine merkwürdige Person. Mit so einem Gast hat man es sicher nicht leicht. Bekommt diese Frau Schnabel häufig Besuch? Diese Gerda Schnabel. Das kannst du laut sagen. Immer nur Extrawünsche. Und dann diese heimlichen Besuche. Eine unmögliche Person. Guck, so bekommt man doch noch was aus dem raus. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. Ja, gehen wir mal zu Barbara erst. Mal sehen, wo es dahin geht.
hier eigentlich was? Egal. Ist es schon 6 Uhr? Entschuldigen Sie, ich habe mich wohl in der Tür geirrt. Ist die Frage, was um 6 Uhr passiert? Hallo? Wartest du schon lange? Nee, ich bin eben erst gekommen. Frage ist, worauf? Auf 6 Uhr? Haben Sie bemerkt, ob Frau Schnabel einen seltsamen Besucher hat? Wissen Sie vielleicht, welches Zimmer Frau Schnabel bewohnt? Der Name sagt mir gar nichts. Ich bin zwar in jedem Zimmer und mach sauber, aber wie die Gäste heißen, das merke ich mir nicht. War das jetzt dieselbe Antwort wie vorhin? Was für Extrawünsche hat Frau Schnabel denn? Diese Gerda Schnabel ist eine Mer... Was für Extrawünsche hat Frau Schnabel denn? Jeden Tag will sie sämtliche Tageszeitungen haben. Und wenn ich mal eine vergesse, macht sie gleich ein Riesentheater. Dabei fällt mir ein, heute habe ich ihr ja noch gar keine gebracht. Okay. Das könnte uns tatsächlich mal weiterhelfen. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Wie die da auch immer so rauskommt, wie so ein Monstrum. Sind Sie nicht von der Polizei in dieser Fall? Wann haben Sie Mario Santorini das letzte Mal gesehen? Mario? Oh, schon ewig nicht mehr. Das heißt, neulich in der Stadt traf ich ihn zufällig. Wir haben aber nur ein paar Worte miteinander gewechselt. Ja, dann ist die bestimmt nicht mehr. Nee, dann ist sie nicht verdächtig. Gar nicht. So, und noch einmal, das bringt zwar wahrscheinlich überhaupt nichts, wenn wir mit ihr quatschen. Wahrscheinlich, werden wir dann... Mal sehen, wo es dahin geht. Nur mit Gabi erfolgreich sein, aber ist auch egal. Wissen Sie vielleicht, welches Zimmer Frau Schnabel bewohnt? Haben Sie bemerkt, ob Frau Schnabel einen seltsamen Besucher hat? Davon weiß ich nichts. Ich würde doch einen furchtbaren Ärger bekommen, wenn ich den Gästen hinterher spionieren würde. Okay, wenn das wirklich die ist, die auch hier bei Katjas Geheimnis an der Bushaltestelle stand, dann ist die wirklich gut getroffen, weil sie immer noch genauso nutzlos ist wie in Katjas Geheimnis. Moment, den Portier frage ich jetzt aber vielleicht doch nochmal, wegen der Zeitung. Oder können wir die dir zeigen? Diese Gerda Schnabel ist... Was für Extrawünsche hat Frau Schnabel denn? Jeden Tag will sie sämtliche Tageszeitungen haben. Und wenn ich mal eine vergesse, macht sie gleich ein Riesentheater. Dabei fällt mir ein, heute habe ich ihr ja noch gar keine gebracht. Okay, komm, das Risiko gehen wir mal ein und versuchen, ihr die nochmal zu bringen. Nee, da gibt's nichts. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Und Frau Schnabels Stimme wirklich ganz furchtbar klingt. Brrr. Bahn- und Klingelstreich, tschüss. Oder können wir uns eine Tageszeitung holen? Ich bin jetzt sehr vorsichtig, was Zeitungen angeht. Ob wir der vielleicht eine hohe zeigen können? Haben Sie eine Idee, wo wir noch so... Ist hier inzwischen ein falscher Hunderter aufgetaucht? Nein, aber jetzt passe ich auch besonders auf. Und wenn mir etwas Spanisch vorkommt... Die Bank ist ja gleich nebenan.
Aber in Spanien gibt's doch auch jetzt den Euro. Ist doch dasselbe, Frau Pieper. Okay, gut. Zeitung werden wir jetzt jedenfalls noch nicht irgendwie fündig.